Wenn wir agile Methoden im Unternehmen einsetzen, was schwappt da eigentlich auf die Organisation über? Wie muss sich auch die Organisation Was uns jetzt aktuell beschäftigt im agilen Kontext Studien ist, wie wirkt sich die Grunddiskussion Agilität, die doch sehr stark in Unternehmen angekommen ist, jetzt bei Zentralfunktionen der Unternehmen aus? Ist es systemisch versus agil? Ist es konkurrent? Kann man da gelingt denn eigentlich die Integration dieses agilen Managements in die klassische Strategieentwicklung. Was eigentlich schon zum Thema, was will ich noch wissen, was irritiert mich, wenn ich an meinen systemischen Hintergrund denke? Ich würde mich persönlich sagen, das ist ein großes Kulturthema. Was ist das Gegenteil von Kultur? Was ist das Gegenteil von Agil? Starr für mich? Starr, genau, behäbig. Starr, behäbig, veraltet. Genau. Alte Prozesse, nicht veränderbare Prozesse. Genau. Ja. Wenn ihr gefragt werdet, was versteht ihr unter agilem Management, was antwortet ihr darauf? Flexibel. Also das betrifft, wenn in Teams ist eine Art von Teambuilding-Maßnahmen und sonstige Dinge oder Change-Management-Maßnahmen auch da begleitet werden, da geht es ja auch darum, um diese Liste auch dann zu analysieren, was kommt dabei dazu. Dann heißt agil immer schnell, im Gegensatz zum systemischen Arbeiten, wo es ja auch um Prozesse geht, die zum Teil eben auch als Gärprozesse bezeichnet werden, also wo etwas sich entwickelt, also ist das Thema immer schnell. Dann Beständigkeit und Wandel, was soll denn auch Bestand haben, ja? Und was soll sich denn vielleicht auch agil verändern? Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, aufgewühlt, was wir wirklich alles unter diesem Begriff der Agilität subsumieren. Also finde ich auch irgendwie erstaunlich, weil fast jede Organisation, mit der ich arbeite, die haben so Agilität jetzt als Programm. Also das Agile Manifest, das werden wir auch heute Nachmittag vor allem von dem Thomas Heubel hören, hat erstmal gar nichts zu tun gehabt mit dem Plan. Sondern das ging ja in der IT los. Wie gesagt, ich möchte da nichts vorgreifen. Aber es ist auch vielleicht ein Teil unserer Aufgabe, dass wir an der Stelle ein bisschen mehr Begriffsschärfung und Begriffsklärung. Viele Menschen, die LALU, Reinventing Organizations, auf der Fahne haben in letzter Zeit auch das Wort agil auf der Fahne. Und auch ich finde das ein wenig seltsam und nicht trennscharf. Und damit wir alle so ein bisschen on the same page kommen, haben wir etwas, was das Thema weit aufmacht. Es geht jetzt nicht nur um Agilität, sondern es geht um LALU. Ich glaube, hat jeder auch schon gehört. Frederic Laloux ist wirklich so der, wird ein bisschen wie der Messias gehandelt, das kann einen aufregen. Aber ich finde, was wir hier gefunden haben, das dauert jetzt 8 Minuten, das ist so eine Zusammenfassung, es geht ja um diese Farben, die Unternehmen haben. Zuerst rot, dann orange und dann grün und dann viel. Zwei, drei fundamentalen Dinge zu rütteln. Und eines dieser Dinge ist dieses Verabschieden von der Hierarchiegläubigkeit. Also zu glauben, dass eine Organisation oben weiß, wie es funktioniert und es muss von oben nach unten weitergegeben werden. Und das Zweite ist dieses Verabschieden von der Planungsgläubigkeit. Also ich nenne es Abschied von der Planungsillusion, die extrem stark immer noch verbreitet ist, dass man glaubt, Dinge planerisch komplett vorwegnehmen zu können, zu müssen. Ich möchte nach dem Sprint maximal 4 Wochen möchte ich ein definiertes Ergebnis haben. Und dann gibt es ein Team, das ist definiert, zusammenzuarbeiten. Die sitzen dann über diese Zeit idealerweise Fulltime an dieser Aufgabe. Und nach dieser Sprint-Laufzeit ist etwas fertig. Interessant wird es, wenn man da mal fragt, was wird bei euch eigentlich so hauptsächlich eingesetzt? Das ist klassische Planung, also so Wasserfall oder Big Design Upfront, wie man es nennt. Also dieses klassische Projekt, Gantt-Diagramm durchplanen und so weiter. Das sind 15%, 21% durchgängig agil, also wir machen alles agil, und 2/3 in gewissen Mischformen. Und man kann hier auch sagen, das war so die zweite Welle der Agilisierung. Wir haben ein Riesenprojekt, in dem 100 Mitarbeiter in 10 verschiedenen Projekten zusammenarbeiten, aber am Ende in einem Großprojekt.
Also das heißt, man ist nicht mehr nur auf sich allein gestellt, in diesem Team agil zu arbeiten, sondern mit den anderen Teams gemeinsam an einem Riesenprojekt. Das war auch spannend. Der Trainer, der uns geschult hat zu dem Thema Agilität und Scrum, meinte dann am Ende auf die Frage hin, ja, wofür braucht es denn eigentlich noch die Führungskraft? Da sagt er, die braucht es nicht mehr. Also einfach mal nur, um Ihnen zu verstehen zu geben, was da eigentlich gerade abläuft in den Köpfen der Leute. Und man muss sich einfach auch vor Augen führen, was es für die Führungskräfte heißt, die sowas hören, die einfach Ängste haben, braucht es mich denn überhaupt noch in ein paar Jahren? Meine These, Agilität bzw. agile Methoden verpackt systemische Haltung in anschlussfähiger Managementsprache. Der Kollege Darwin, der hat diesen Spruch geprägt, Survival of the Fittest. Liest man ja oft, Kapitalismus, Heuschrecken, der Stärkere gewinnt. Das Schöne ist, wer des Englischen mächtig ist, und das sind Sie wahrscheinlich auch, wird darin ein riesensprachliches Missverständnis entdecken. To fit im Englischen, sich anpassen. Es ist nicht die stärkste Spezies, die gewinnt. Es ist auch nicht die intelligenteste, aber es ist diejenige, die am veränderungsfähigsten ist. Und ich möchte dieses Wort agil ein bisschen entmystifizieren, weil wenn ich in den Duden reinschaue, was heißt agil, dann heißt das nichts anderes als Veränderungsfähigkeit. Und darunter lässt sich Mannigfaltiges subsumieren. Ich gehöre nicht der dogmatischen Sekte an, die sagt, es ist das und das ist genau diese Methode, sondern ich würde das gerne echt immer unter diesem Begriff Veränderungsfähigkeit stellen. Ein selbstzerstörerischer Schöpfungsprozess ist von dieser Formulierung auch ganz gut, die es auch propagiert hat, von manchen Unternehmen müssen selbst zerstören, um überleben zu können. Manchmal interessant. Und dann die Frage, passt Agilität überhaupt zum systemischen Denken, und zwar auch, wenn wir davon ausgehen, dass Grundlage des systemischen Denkens der Humanismus ist, also ein humanistischer Ansatz, passt das überhaupt? Und dann hatten wir eine Gegenthese, ja, vielleicht ist agiles Arbeiten sogar humaner als die Art und Weise, wie es dafür arbeitet. Sondern ich muss da, wo ich mich bewege, was ich bedienen möchte, muss ich verstehen, was das ist, und dann kann ich gegebenenfalls solche Methoden anwenden. Aber es braucht ein gesamtes Mindset, es braucht halt eine andere Denke bezüglich, wie besetze ich Positionen. Besetze ich Positionen mit Personen oder habe ich einen Bedarf und muss ich mir dann gucken, wie ich das zusammensetze. Also da an der Ebene dann auch Passung zu denken. Also das ist auch eine Diskussion, die ich so ein bisschen, also ich finde es schade, dass wir darüber sprechen, dass Agilität heißt, wir schaffen Führung ab, weil ich glaube, das ist es nicht. Für mich ist das Grundbedürfnis zum Thema Agilität Selbstbestimmung. Und ich glaube, dass das ein ganz großes Bedürfnis ist, nicht nur in den Organisationen, sondern insgesamt in der Gesellschaft. Wir haben die Hierarchie aufgelöst. Ich finde, da sehe ich einen zu blauäugigen Umgang mit Macht. Wenn ich Hierarchie auflöse, dann ist Macht nicht weg. Also, dass man mit solchen, sage ich jetzt mal, Ideen auch sowas wie eine verantwortliche Führungskraft und einen verantwortlichen Manager entwertet, wenn nicht entsorgt. Ich habe einfach zu oft erlebt, dass da niemand mehr ist, der Antwort gibt. Eine Führungskraft hat Verantwortung zu übernehmen. Und ich denke, eine Organisation hat Verantwortung zu institutionalisieren. Und das ist eigentlich unsere Aufgabe, zu schauen, was wäre eine andere Art von Steuerung. Ist das entweder Führungskräfte, die momentan nicht ihre Führungsrolle ausführen, und wäre das eine Verbesserung in diesem Unternehmen, oder muss es etwas anderes geben? Wenn man die Hierarchieebenen wegnimmt und Verantwortung in die Teams reingibt, ja, weil die sollen freier entscheiden. Was ich noch nicht gehört habe, ist, was ist denn die Konsequenz, wenn Ziele nicht erreicht werden? Das ist jetzt wirklich pures Erleben aus diesem Projekt. Ist ganz plastisch, dass die Firma sagen, endlich übernimmt mal jemand Verantwortung, wenn es klar ist. Es gibt klar, der Product Owner hat die ökonomische Verantwortung für das Produkt. Das Rausnehmen von hierarchischen Elementen hat gerade zum Ziel, explizit auf einer Person, nicht auf einem Gremium, Verantwortung für ein bestimmtes Product Owner Features, Ökonomie, Team, Verantwortung, wie setze ich um, Scrum Master Verantwortung, wie helfe ich allen besser zu werden, ganz plakativ. Diese Frage der Führung, da gibt es ja eine ideologische Diskussion. Selbstverständlich werden wir weiter Hierarchie brauchen. Das ist das älteste und erfolgreichste Ordnungsprinzip der Evolution. Aber wir wollen natürlich keine mechanistische, autoritäre und Privilegien und Befehl und Gehorsam
orientierte Hierarchie, also keine dumme, die eigentlich aus dem Zerrbild des preußischen Militärs übrig geblieben ist, sondern wir brauchen Hierarchie als Ordnungsprinzip, dass wenn wir in der Komplexität uns orientieren müssen, dass es eine Möglichkeit gibt, zumindest als Rückfallposition Rahmen zu setzen. Und deswegen braucht man Hierarchie im Sinne von Menschen, die mit Macht und hoffentlich natürlich auch Verstand und Herz ausgestattet sind, die Rahmen setzen, innerhalb deren dann der Spielraum, der dann mit diesen modernen Methoden und Beweglichkeiten auszufüllen ist, auch definiert sein wird. Also es ist immer eine Kombination von beidem. Ich denke, vieles, was wir in anderen Begriffen hier lehren, was als systemisch gilt, viele Erfahrungen, die da gemacht werden, im Ringen um Modernität, also gegen mechanistische Verständnisse, gegen dumm-hierarchische Verständnisse, gegen schematisches Reagieren, gegen reine Konventionenbildung, die da nicht mehr passt zu den Entwicklungen der Welt. Das entspricht dem einfach, was hier auch zum Teil mit neuen Begriffen, zum Teil mit neuen Settings und neuen Methoden transportiert wird. Aber ich erlebe da auch einen Gleichklang, um was wir uns bemühen. Wir bemühen uns um Würdigung dessen, was gut ist. Wir bemühen uns um neue Ressourcen. Wir bemühen uns um Dialog. Wir bemühen uns um Verantwortung dort, auch Einflussmöglichkeiten und Aktionsmöglichkeiten und Kreativität dort, wo auch die Verantwortung ist. Und da müssen wir alle auch eine Haltung entwickeln, dass wir überlegen müssen, was sollen gute Gewohnheiten bleiben und neu entwickelt werden, also auch Updates. Und die Arbeit an der Aufklärung und an der Moderne, die bleibt unter diesen Begriffen und unter neuen Begriffen. Aber ich finde es einfach toll, dass jede Generation auch neu wirklich drum ringt. Und das Ringen, das spüre ich auch. Nehmt euch doch mal eure Karten in der Hand, während vielleicht jemand anders auch spricht, und gebt mal rein, was ist von heute früh noch ungeklärt geblieben. Ja, wenn man sich das Schloss Wehmann-Kreuz anguckt, es gibt den Wechsel, es gibt den Dauer, den Zustand, wie wir gesagt haben. Was macht das mit den Mitarbeitern? Wie gehen die in dieses Wechsel, größer Dauer, Bedürfnis auch? Was passiert, wenn die eine oder die andere Ebene bei den Leuten nicht mehr bedient wird? Es gibt auch abartige Formen, wie Lean geizgetrieben sein kann oder wie halt sozusagen ich plötzlich mit Agil eigentlich nur Hektik verbreite oder irgendwie eine Übertaktung vielleicht. Das heißt, dieses Bedürfnis, also nicht gegeneinander, sondern sowohl als auch. Und was passiert mit den Menschen, wenn das eine oder das andere nicht richtig bedient wird, gerade auch in dem Kontext mit Agilität? Also ich glaube, das wird eine Herausforderung sein, also auch unterschiedliche Systeme parallel zu unterstützen und wertzuschätzen auch. Also vor allem war wertschätzende Respektlosigkeit, steht ja jetzt hier drin, aber das ist ja nochmal anders gemeint. Also beides wertzuschätzen. Ja, sodass auch unterschiedliche Kulturen einen Platz haben können in einer Organisation. Und Führungskräfte müssen mit beiden umgehen können. Ja, genau. Ich möchte mich ganz im Namen von Simon und mir mich ganz, 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 ganz herzlich für diese wirklich hochinteressanten letzten 3 Stunden bedanken. Ich glaube, das hat, also ich habe jetzt ungeheuer viel Neues wirklich auch gelernt. Ja. Ja. Viele Dinge haben sich im Kopf neu zusammengesetzt und ich möchte dir ganz herzlich Applaus. Letzte Nacht steckt mir auch noch in den Knochen. Wir haben nämlich um 3.40 Uhr ungefähr das Licht ausgemacht, nachdem wir dann die letzten Inhalte in unserer Website drin hatten. Das hat uns also sehr beschäftigt die letzten Wochen und Monate. Und ich habe dann überlegt, zeige ich euch jetzt meine 40 Slides, die ich vorbereitet habe, oder zeige ich euch nicht gleich die Website und zeige euch daran, was am ESB auch passiert und was wir so gemacht haben in den letzten Monaten. Und jetzt zeige ich euch mal, weil das auch ein wichtiger Teil ist, für die, also sozusagen auch für das Schaufenster, wer ist mit uns verbunden und wer arbeitet wo, in welchen Themen, mit welchen Verantwortungen, mit welchen Leidenschaften. Da ist uns auch nochmal klar geworden, wir müssen oder wir wollen auch unseren Lehrtrainern, unseren Lehrbeauftragten und auch euch Mastern da ein Plätzchen in dem Schaufenster bieten. Das habe ich auch letztes Jahr gesagt, das ist für mich ein schönes Beispiel, wie wir auch zusammen Bühnen konstruieren können, die es halt noch nicht gibt. Also Master sein, das haben wir ja auch immer von unserer Seite gesagt, ist eigentlich eine Bühnenbaugemeinschaft. Wir können
manche Sachen auch bieten, das tun wir auch, und manche Sachen müssen wir gemeinsam in die Welt bringen. Und angelehnt an das Logo vom ISB und dann aber mit eigenem Schriftzug, sodass ihr auch eure Mitgliedschaft und euer Dasein in diesem Kreis aufnehmen könnt, wo immer ihr das wollt. So, aber ich fand, es ist ein unglaublich bereicherndes Thema für mich, das kennengelernt zu haben, zu wissen, welche Ansätze gibt es. Und ich bin damit aber sehr befriedigt mittlerweile, weil ich immer noch finde, dass das systemische Denken, die Haltung, alles, was wir gelernt haben, ein so übergeordnetes Prinzip ist. Ich fand das wirklich zwei gelungene Tage. Das war sehr intensiv. Nach kurzer Zeit ein intensives und vertrautes Gespräch. Und das schätze ich sehr. Und da bitte ich auch darum, auch wenn es thematisch wichtig und interessant ist, dafür immer Raum zu geben. Dass man sich wieder in dieser, mit Menschen, die man gar nicht so gut kennt, relativ schnell auch wieder in dieser Wissenskultur vertraut zusammenfindet. Ich danke euch allen auch sehr für die zwei schönen Tage. Ich fand es ganz toll, von euch organisiert, vorbereitet, moderiert, durchgeführt. Mir hat nichts gefehlt, fand ich sehr bereichernd. Nehmen da viel mit. Und was euch angeht, ich habe mich so richtig gefreut, so viele bekannte Gesichter zu sehen und euch einfach alle wieder zu treffen und merken, dass es hier wirklich ein Stückchen Heimat ist. Für mich fühlt sich das nach dem zweiten Treffen hier mit euch so ein bisschen an, so ein bisschen wie so Familienfeier. Ja? Man kennt einige gut, nähere Verwandte, einige weitere Verwandte, wie das. Fühlt sich sehr gut an. Danke dafür. Aber einfach nochmal so das Learning, das Besondere an Gesloch ist dann doch der Austausch. Und nicht unbedingt immer nur im Plenum, das ist aber auch toll. Aber so diese kleinen Gruppen, mit denen man so, ja, spricht. Das hat eine Qualität, das ist ganz schön. Und beim nächsten Mal werde ich zunächst für Gruppe und danach zum Thema auf jeden Fall sein. Da freue ich mich. Ich finde es hier immer so eine Mischung von Familie, habe ich schon gesagt, also das wirklich so zu Hause sein, zu Hause kommen und wie eine Familie, eine Onkel oder Tante hat man vielleicht lange nicht gesehen, aber trotzdem ist es gleich ein respektvolles Miteinander, weil man sich zugehörig fühlt. Was mich besonders beeindruckt hat, ist, dass ihr die Leute von außen nochmal eingeladen habt, die erstmal dafür gesorgt haben, dass wir nochmal eine stärkere gemeinsame Basis haben. Was ich persönlich immer schätze, ist, wenn man weiß, über was man redet und erstmal die Infos ranholt. Das fand ich sehr gut. Was mir auch gut gefallen hat, die Spiegelungsübung. Ich fand auch schön, für mich persönlich war das Thema agil dann an irgendeiner Stelle mal so weit fertig und ich fand das schön. Ich denke, es war eine super Mischung von Input, mal hochgetaktet, dann Spiegelung war wieder anders, Flexibilität und heute. Ja, wenn Leute da mal an den Dingen sie wandern, dann liegt auch alles okay. Also das fand ich ja wunderbar. Schon spannend. Also gerade in der Vorbereitung hat man sich ja auch thematisch immer weiter reingefuchst und teilweise ging es mir ja schon so, je mehr ich dann darüber wusste, desto unklarer wurde mir, worum es da wirklich geht. Ja. Das war schon spannend, der Prozess der letzten zwei Tage, weil heute geht es mir vollkommen anders, ganz ähnlich wie dir. Und das hat aber nicht nur mit den drei schlauen Jungs und Mädels gestern zu tun, sondern vor allem auch mit dem, was hier dann damit passiert ist. Also das ganze Digesting der Teilnehmer ist mindestens die halbe Miete gewesen, wenn nicht mehr, eigentlich mehr natürlich. Das ist die Stärke dieser Gruppe, die ganze ungeheure Erfahrung, die hier zusammenkommt. Diese Möglichkeit zu sagen, wunderbar, dann wird es eben alles wahnsinnig agil, aber ich muss mich von dieser Taktung nicht anstecken lassen, um zu dieser ganzen Welt etwas sagen zu können, sondern ich kann aus meiner Perspektive heraus andere Perspektiven dazu nehmen, aber so ein bisschen so diese wiedergewonnene Selbstsicherheit, die nehme ich jetzt voll mit und das finde ich echt gut. Danke euch beiden dafür, ein besonderes Thema so besonders inszeniert zu haben. Also ich bin sowohl als auch, wie fast auch sagt, wegen dem Thema gekommen zum einen, also wegen der Community, sage ich mal, zum anderen. Ja, das ist einfach klasse, dass man auf diesen reichen Schatz, unsere volle Schatzkiste, wo Agilität auch noch drin ist, Werkzeugkiste, wie sich immer sagt, zurückgreifen kann. Also für dich vielleicht weitermachen, das Thema Agil hat mich schon aufgerufen, auch herzukommen, aber natürlich in erster Linie auch dann jetzt einmal den Kreis wieder zu sehen, auch neue Gesichter auch kennenzulernen. Wenn ich das mal so reflektiere, ging es mir auch ähnlich so, dass ich
das aber in den Anfangsrunden schon mit Befriedigung festgestellt habe, dass viele kompetente Menschen hier sitzen, viel Erfahrung im Raum ist, aber auch viel Unwissen in Bezug auf dieses Thema. Ja, das hat mich also wieder auch beruhigt. Ja. Und wir haben uns alle darauf eingelassen. Und was aber für mich diese Beständigkeit ausmacht, das ist einfach dann der Geist, diese Kultur, dass man sich auf dieses auch alles gut einlassen kann. Ja. Dass man sofort auch merkt, man kommt, man ist ja wieder angekommen, das ist ein Stück Heimat. Und jeder, der hier auch dann da ist, ist auch wirklich einfach gut und gerne aufgehoben. Und das ist für mich eine tolle Metapher, ein tolles Bild, was wir hier gemeinsam auch gehabt haben, für agil und für Beständigkeit. Also für Schnelligkeit, für Anpassungsfähigkeit, aber durchaus auch, es braucht was Beständiges. Also ich finde, es sollte auch ein Dank an den Bernd gehen für diese Großzügigkeit, dass der das ja immer auch finanziert, seit vielen Jahren. Und an euch beide, das nochmal herzlichen Dank an dich, Simon, für dein Energielevel, das du da reinbringst, wo du einfach spürbar ist, dass das wichtig ist, dass da gewisse Dinge vorwärts gehen. Und auch bei dir, Wolfram, deine Souveränität, da kommt der Regisseur halt dann voll zum Tragen. Ich finde, ihr habt euch da perfekt ergänzt. Vielen Dank. Kurz und knapp. Super. Hat sich sehr agil an. Ja.